Gentaro Adun, Exekutor. Mein Dank, dass ihr meine Freilassung erreicht habt, kennt keine Grenzen. Bei allen Göttern, wir können immer noch gewinnen. Die Zeit ist gekommen, die Macht der dunklen Templer zu entfesseln. Zeratul, vielleicht sollten wir jetzt unseren Freunden von dem Feind erzählen, dem wir wirklich gegenüberstehen. Ihr habt recht. Als ich den Zerebraten auf Char tötete, berührte ich ganz kurz die Essenz des Overminds. In diesem Moment war mein Geist von seinen Gedanken erfüllt. Und ich sage euch, dass sich unsere schlimmsten Befürchtungen bewahrheitet haben. Die Zerg wurden tatsächlich von den alten Xel'Naga erschaffen, denselben Wesen, die uns in unserer Kindheit unterstützten. Doch dann wuchs der Overmind über ihre Grenzen hinaus und ist jetzt endlich zurückgekehrt, um die Experimente zu vollenden, die sie vor so langer Zeit begannen. Ihr seht daher, meine Freunde, dass es bei unserem Kampf nicht nur um die Rettung von Ajur, sondern um die Rettung der gesamten Schöpfung geht. Wenn wir von den Zerg überwältigt werden, wird der Overmind sich frei über alle Sonnen und Planeten ausbreiten und alle denkenden Wesen in sich assimilieren. Nur wir können diesem Wahnsinn noch ein Ende machen. Ein für allemal. Unsere Streitkräfte werden den Kampf gegen die primären Schwarmcluster der Zerg aufnehmen. Wir hoffen dadurch, ihre Verteidigung zu schwächen. Sobald ihre Anzahl geringer geworden ist, können Zeratul und seine Begleiter die Cluster infiltrieren und die Zerebraten vernichten. So Adun will, wird der Tod der Zerebraten den Overmind lange genug ablenken, dass wir ihn direkt angreifen können. Und das war das Briefing zu Mission 9. Kurz vor dem Protoss-Finale. Jetzt ist unser Gegner wirklich die Zerg. Nur erstmal geht's auf die Zerebraten, die quasi Teile der Zerg-Schwärme kontrollieren und dem Overmind direkt unterstehen, quasi Generäle töten eigentlich von einer Herrschaft. Wir lassen den obersten König noch in Ruhe, aber seine Generäle drunter werden jetzt angegangen. Ja, wir müssen entsprechend uns eine Bahn durchpflügen durch Zerg-Massen, um Zeratul dahin zu bringen, weil nur ein dunkler Templer die Zerebraten vernichten kann. Und momentan haben wir noch nicht mal eine Basis. Also wir müssen jetzt erstmal so vorwärts fighten. Ihr wünscht, so soll es sein. Zeratul, du bist getarnt. Es wird geschehen. Ich habe leider keinen Plan. Wo? Ich habe eine Basis gefunden. Es wird geschehen. Zumindest Gas, keine. Was denn ich tue es für Ajur. So soll es sein. Es wird geschehen. Da ist ein... What? Es wird geschehen. Rede von einer beschissenen Basis. Aber was will man tun? Näher an den Mineralien als am Gas? Denke ich. Wir setzen hier mal einen Nexus. Am liebsten hätte ich natürlich Doppel-Nexus. Zwei Basen sind im Generellen besser als eine. Ich hoffe, da oben ist nichts, was auf meinen Nexus runterschießt. Bisher sieht es ruhig aus. Weil Zeratul ist getarnt, den Sinn sieht man sowieso nicht wirklich. Ich tue es für Ajur. Da drüben ist nochmal eine Basis. So soll es sein. Bisschen Symmetrie. Okay. Wir haben nochmal Minerals gefunden. Wo ist hier das zugehörige Gas? Ist gerade so mein Punkt. Geschehen. Wahrscheinlich ist das jetzt hier ganz eine Ecke so oder so. Es wird ja, natürlich ich ist es. Weißt du, ich brauche mehrere Nexus, Nexai. Und unser Eingang ist hier. Okay. Heißt, nein, du kannst eigentlich gleich hier bleiben. Wir haben hier Props, die näher hier drüben sind. Heißt Doppel-Nexus. Wir konzentrieren uns am Anfang sehr auf Mineralien. Und dann natürlich auf Karriere. Ich tue es für Ajur. Trägerschiffe. So soll es sein. Da geht die Zerg-Macht los. Wissen die, dass ich hier bin? Weiß es nicht. Hoffe nicht. Auf jeden Fall, meine kampffähigen Einheiten können gleich mal hier hin. Ihr könnt es darüber zum Arbeiten. Weil der Nexus schneller fertig wird. Ich freue mich auf den Kampf. Ja, und ihr. Wie ihr wünscht. Ihr sammelt euch mal hier, weil hier sind keinerlei Rampen. Heißt, ich bin hier auf dem Lowground festgesetzt. Props werden hier produziert. Und ihr könnt es gleich mal anfangen zu sammeln. So, du eigentlich auch, weil bis der andere Nexus fertig ist, das dauert eben. Und wir können gleich mal damit anfangen. Juhu! Pfeilen Uno. Pfeilen Dos. Weiter weg. Hier. Nein. Hier.
Das sind plus 16. 9 plus 16 sind 25. Dann kann ich genau eine Probe bauen. Heißt, wir bauen eh direkt nochmal Pfeile. Bing. Gut, wenn der Nexus fertig wird, habe ich auch nochmal mehr auf der Nexus. Okay. Das Timing für Nexus ist ein bisschen blöd gelaufen, aber ja. Wir machen das jetzt nach und nach. Ich schaue, dass ich möglichst bei beiden Nexus immer parallel eine Probe baue. Wenn das mein Geld hergibt, oder zumindest versuche, so wenig Überlagerung wie möglich zu erreichen. Wir versuchen das zu optimieren. Dass hier ordentlich viele Mineralien herausgeht. Ihr habt nicht genügend Mineralien. 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 Ja, ich weiß doch, aber ich muss hämmern. Drücken wir das nächste fertig. Oh, heilige Aufbauphase. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Langsam wird's besser. Langsam. Warte, ich hatte mir gerade. Da kam doch gerade die Sorge mir vorbei. So blind bin ich ja dann auch nicht. Die Sorge hauen ziemlich viel Damage auf meinen Pylon. Lass meinen Pylon in Ruhe. So, jetzt kann die Probe-Produktion mal richtig losgehen. Nicht genügend Mineralien. Das Wichtige ist natürlich auch, die dann direkt zum Arbeiten zu schicken. Das ist so immer ein Problempunkt. Probes haben so manchmal eine Tendenz, nicht zu arbeiten. Generell immer, wenn sie aus dem Gebäude rauskommen. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Nice. Okay, also wir kriegen einigen Zerg-Besuch. Oben ist auch noch ein Gas. Okay. Ich habe leider nur eine fliegende Einheit und die möchte ich jetzt nicht opfern. Aber das ist ziemlich teuer. Nicht meine beste Einheit, die ich gern verlieren möchte. So, ich denke, den Schwung hier noch. Du baust noch mehr Probes. Hier drüben sind es nicht schon ein paar mehr hier. Hier kann ich nicht mehr so viele hinstellen. Ich denke noch eben die drei hier. Hier drüben hingegen bauen wir nochmal einen kompletten Satz. Wir haben wieder mal das Pylonenproblem. So, aber also wir können mit dir gleich mal anfangen, unseren Tech langsam zu errichten. Das müssen wir ja schließlich auch irgendwann mal tun. Und zwar, ja, Cannon und ein bisschen Warpknoten und Schmiede. Hier waren die Pylons fertig. Aber die Klopp spare ich mir wirklich. Miau. Sagen nicht wirklich Miau, aber es hört sich an wie Miau. Haha, Duck. So. Heißt, jetzt geht's dran, den Tech zu errichten und dann bald auch mal Gas zu sammeln. Ich bereite gleich mal unseren glorreichen Tech vor bezüglich Carrier. Und ja, ich kann hier auch gleich einen Nexus neben das Gas stellen, weil dieser Weg, bis ich den mit Probes ausgefüllt habe, das ist unmenschlich. Die Probes dafür kann ich auch schon fabrizieren, müssten 4 reichen. Ich kann einen Cybernetics Core setzen, den setzen wir ein bisschen hier drüben. Ihr drei, oder ihr geht's arbeiten. Kybernetik Kern, den ganzen in die Ecke, nicht so relevant. Und hier gleiche Prozedur. 4 Probes, ein Assimilator und ein Nexus für das Gasinkern. Jo, sonst schon Schmiede läuft, Kybernetikern läuft. Danach haben wir endlich Zugriff auf unseren High-End-Tech. Was ich noch machen möchte, ist hier meine Front natürlich ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Wäre sehr schön.
Ups, hier sind fertig. Wir können es gleich hier reingehen. Ist am Anfang ein bisschen Long Distance Mining, aber das ist vertretbar. Und wir bauen hier schon mal, sobald der Pilot fertig ist. Gott, so viel Fläche, die ich hier abdecken sollte. Kann man auch gleich anfangen. Attack Upgrade. Essentiell. Und ja. Wir haben zwei, also wir können das gleich doppelt machen. Ansonsten noch. Ja. Ich stelle jetzt einfach mal eine ganze Palette an Tech auf die Reihe. Dessen kannst du auch hier rüber. Der Nexus wird auch gleich fertig. Wir haben dann jede Menge Supply. Zwei Raumportale. Einiges an Geld, das reinkommt. Wenn wir uns auch gleich mal unsere Army mit ein paar Sellets unterstützen. Ja, dann bauen wir uns auf zwei Basen mit Carrion auf. Und rollen über unseren Gegner. Sollte nicht allzu schwer sein, denke ich. Die Projektion. Ah, nein. Lass meinen Orbit in Ruhe. Danke. Das ist das Problem nämlich von dem Tarnfeld. Es ist halt alles getarnt außer diese Einheit. Heißt, diese Einheit wird automatisch angegriffen. Und da kam gerade eine Queen. Ja. Da hat eine Queen auf meine Einheiten gespuckt. Ist das widerlich. Das ist ein größeres Problem. Vor allem für Zarathul. Ja. Auf diesen Spell haben halt die Protoss-Einheiten nur noch Schilde. Man sieht, die Hitpoints gehen, werden runter reduziert auf 1. Ist abartig lästig. Aber ich kann leider wenig dagegen tun. Hört irgendwann auf, aber bis dahin ist jede Einheit bei minimalen Einheiten. Man sieht es auch Phoenix. Kann Phoenix hier nicht mehr fighten lassen. Phoenix. What? Wo habe ich Zarathul? Okay. Zarathul ist hier. Ja, okay. Wir haben unsere Carrier-Produktion. Nein, falsches Upgrade. Das Upgrade. Das. Oh nein. Nein, nein, nein. Das ist wichtiger. Ich habe voll wenig Gas eigentlich. Wir setzen hier nochmal eine Probe mit rein und hier auch. Bin da nicht glücklich. Da kommt zu wenig. Das ist zu wenig. Schild Upgrade und hier dann auch dann das Attack Upgrade. Ich brauche gleich nochmal. Wir legen nochmal eine Runde drauf. Brauche maximale Effizienz am Vespingas hier. Brauche so viel Gas wie möglich, weil ich bin voll gasabhängig momentan. Ja, Phoenix hier hinten rein. Und ich kann dann. Ich warte jetzt einfach eine ganze fette Reihe an Cannons bauen. Und zeige ich hier. Okay, Upgrade komplett. Das muss ich auch bedenken. Timing! Holy hell. Wie lange bis meine Carrier fertig sind? Natürlich, immer dann, wenn ich meine Cannons baue, kommt eine fette Army und macht mich einfach platt. Und dann habe ich gleich zwei Carrier. Weil ihr könnt das. What? Nein! Lass mir den Probe in Ruhe. Probe. Erst die Dinger, die zurückschießen kann. Man sieht Carrier ohne Disruptoren sind gar nicht so geil. Sind etwa genauso geil wie Carrier in niedrigen Nummern. Eventuell verliere ich gleich mein Kubernetik kann. Ziemlich sicher verliere ich gleich mein Kubernetik kann. Weil. Oh Gott, der Uli ist low. Der Uli ist low und der Uli rennt inmitten meine Props. Das finde ich nicht gut. Gott. Dieses Spiel. Immerhin kann ich gleich nochmal Carrier bauen. Gas habe ich hier wie viel? 3000. Ist okay, nicht blendend, aber okay. Jetzt
schaue ich, dass ich meine Cannons auf die Reihe kriege, bevor die nächste Zergwelle kommt. Ich habe so viele Mineralien. Immerhin hat das Ding überlebt. Das hat jetzt sonst mein Upgrade gecancelt. Das ist auch nicht schön. Irgendwas hat... Fucking Queens! Warum baue ich überall Cannons? Bei Cannons stört das nicht. Nein, ihr nicht. Ihr nie. Ja, wenn ich euch verliere, ist es gleich die Mission vorbei. Wunderbar. Nummer 1, diese Scheißviecher erledigt. 2, diese Scheißviecher erledigt. So, wir haben Schildupgrade Nummer 3 gleich. Heißt, wir brauchen da eh jede Menge Gas. Ich kann noch ein paar Cannons hier rein verschwenden. Meine Einheiten fliegen jetzt sowieso. Dementsprechend kann ich die 400 Gas hierfür verwenden. Sie haben 3 Cannons verloren bei der ganzen Geschichte. Aber ja, besser als vorher. Lieber 3 Cannons als ein Haufen meiner Pops und Pots. Meine Ressourcen sind hier bei weitem nicht so zahlreich wie erwartet. Lol. Das gewinnt am Ende noch meine Cannon. Tut sie auch. Ha! Du hast dich zu weit vorgewagt. Ah. Die sind noch voll am Rödeln. Der ist fertig. Und hier. Ja. Jetzt haben wir 6 Carrier, wie gesagt, das ist dann so die kritische Nummer, ab der wir wirklich ordentlich vernichten. Problem ist, meine Mineralien lassen nach. Heißt, wir pushen jetzt einfach mal nach vorne, weil ich glaube, hier oben ist eine weitere Basis. Heißt, ich kann meine Probes transferieren. Wird auch irgendwo ein Aufgang sein hier. Das Ding macht wenig gegen mich. Die Dinger auch. Hey, du hast, es gab einen Zeitpunkt, an dem ihr gegen mich kämpfen konntet. Dieser Zeitpunkt ist vorbei. Wie man sieht. Gleiches gilt für sämtliche Spore-Crawler. Eure Krieger bekämpfen so, 2 neue Carrier reingecued. Okay. Hier ist einiges an Zerg. Aber das ist nicht so wild für mich eigentlich. Hier ist nur Gas. Hier ist nur Vespingas hier. Das ist eigenartig. Nein. Okay. Carrier hier sind gleich fertig. Der erforscht fröhlich. Ihr sammelt alle fröhlich. Meine Carrier leben immer noch alle. Der eine ist ein bisschen low, aber regeneriert gerade auch Schilde. Also so schlimm ist es nicht. Hier gibt es tatsächlich ein neues Mineralienfeld. Aber das ist eben von Zerg befleckt. So. Damit haben wir 8 Carrier. Mutas. Ey, habt's einen Carrier tot gekriegt. 2. Weiß zwar nicht wie. Oh, Hydra Focus Fire fällt mir gerade so auf. Weiß ja nicht, wo die ganzen Hydras auf einmal herkommen. Aber sie fighten wie bescheuert. Aber mit ein bisschen Micro komme ich da auch schon rum. Meine kritische Masse ist so ziemlich erreicht. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Das ist ein Problem, aber hier sind so viele Cannons. Einzig der hier nervt ein bisschen. Aber auch der Uli. Ist inzwischen regelbar für uns. Hier ist nichts an Mineralien. Das sind 3 Felder. Das ist lächerlich. Ich kann nochmal ein Stargate bauen, fällt mir gerade so oft. Das Upgrade. Ja, ist noch dabei. Die Mineralien hier gehen mir langsam aus. Ich habe gar nicht so viele Ressourcen wie anfangs vermutet. Aber eben 2 Basen, das heißt, mein Start war immerhin ordentlich. Ja. Wie gesagt, wir kommen bei der Situation A-Klick. Es war ein sehr langsamer A-Klick.
weiß nicht. Ich muss einfach vom Schwarm genügt, bis ich muss bis zu den Zerebraten vorstoßen. Und es ist nach wie vor das gleiche, wenn ich, je mehr Basen ich hier ausschalte, desto weniger kommt mir entgegen in meine eigenen Basen. Heißt, sie vernichten hier gemütlich alles. Damit haben wir das hier durch. Dann geht da aufs Rüstungsupgrade. Und die Carrier sind im Rolling Mode. Ach, die Overlords bringen immer wieder die Hydras hier rein. Interceptoren sind tatsächlich ohne Focus Fire nicht so effektiv. Die sind mit Focus Fire wesentlich effektiver, weil Interceptoren haben immer so einen komischen Delay, ob sie oder ob sie nicht schießen, wenn mehrere Ziele vorhanden sind. Die wissen nicht so wirklich, was sie angreifen sollen. Das ist eben manchmal ein Problem. Das heißt, wenn man das denen manuell zuweist, sind sie wesentlich, wesentlich stärker. Sie sollte das auch mal tun, wenn ich schon davon rede. So, könnt ihr mal Satz Pylons nochmal bauen? Ja, die Linge tun wenig, vor allem ohne die Mutas. Die halt was. Ja, nein. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Was ich suche, sind neue Basen. Meine kleinen Zerg-Grüppchen, die jetzt zu mir rüberkommen, ich meine, das sind ein paar Mineralien, aber nicht wirklich viele. Die sind bald weg. Gas ist vermutlich bald erschöpft. 640 auf. Okay, das hat wesentlich mehr. Das Problem ist einfach, dass, wenn wir die Mineralien ausgehen, sind dann meine Carrier auch irgendwann ziemlich am Arsch. Dinge machen zwar massiv Schaden, aber ich habe Gott sei Dank hier noch genügend Cannons, um das nochmal zu defenden. Ich pushe jetzt einfach Richtung Herz vom Zerg. Ich habe fast 12 Carrier zusammen mit vollen Interceptoren. Hier sind Mineralien. Oh, das ist schön. Und die Basis muss ich. Ist das High Ground? Komme ich da hoch? Ist da eine Rampe? Rampe, 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 Rampe? Keine Rampe. Das ist High Ground, tatsächlich. Die brauchen Shuttle. Ich habe eine Robotik. Ja. Shuttle. Ich brauche ein Shuttle. Unser Gas reicht nicht noch eine Weile, aber Mineralien sieht es nicht so geil aus. Ja, wir pflügen uns jetzt einen Weg für Zarathul. Buchstäblich alles, was wir jetzt hier noch vorhaben. Einmal A-Klick durch die Mitte. Das ist ein Defensiver. Ich habe hier sogar eine Probe, die ich hier fröhlich daran rumbauen kann. Ansonsten, Rüstungsupgrades. Nicht relevant, nicht relevant, nicht relevant. Ach, das Upgrade für das... Ach, ich habe das Gebäude gar nicht. Es wird ein langsames Shuttle bleiben. Kann ich nicht euch alle nach oben versetzen. Hier ist ein Weise Zerg. Keine Ahnung, was die Weisen Zerg bedeuten. Aber sie sterben, genau wie ihre Kollegen. Solange mich kein Vergifter mit seinem dämlichen Spruch trifft... Weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, wo der Zerebrat auf mich wartet. Vermutlich ganz am Ende dieses Ganges. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Man, hier ist ein einzelnes Gebäude. Hier ist viel Tech. Hier ist noch ein Schwarmstock. Da ist ein Zerebrat. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Jo, ausladen. Danke. Eure Krieger bekämpfen den Gegner. Oh, solange der Kriecher hier da ist, kann ich leider nichts draufbauen. Ist das der einzige? Gibt es davon mehrere? Töte das Ding mal kurz. Ich glaube, ich darf den nicht mit irgendwas anderem töten, außer Zerathul. Heißt, wir klären jetzt den Weg auch nach unten. Lass den Zerebraten in Ruhe. Kann auch nichts dafür, dass es so hässlich ist. Was wir machen müssen, ist das Zeug außen drum wegkriegen, weil die Detection nervt.
Xeratul ist ganz, ganz schlecht mit Detection. Kann damit einfach nicht umgehen. So, wir können hier uns endlich uns einen Nexus bauen. Das schnauchen wir mit Pylon und Cannons. So, und Shuttle kann man hier die paar Probes abholen. Damit unser Mineralien-Income ein bisschen weitergeht. Währenddessen Carrier-Produktion. Wir haben immer noch 12 Carrier hier, das ist stark. 8 Drops müssten wir. Jawollo! Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich hier nicht aus Versehen, denke ich, einen Zerrebraten überrolle. Ich weiß nicht, wie es gehandhabt wird, wenn ich den mit einer anderen Einheit umbringe, was dann passiert. Ich möchte es auch nicht unbedingt ausprobieren. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Hier sind nochmal Mineralien, wenn auch nicht so viel. Aber die Mineralien hier sind auch bald leer. Und hier sind viele Probes. Ich bekomme nicht mal eine Maxed Out Carrier Army mit dem, was ich an Basen habe. Das ist schon auch ein bisschen traurig. Jo, heißt, nächsten Weg können wir nach oben pushen. Währenddessen habe ich einen zweiten Trupp an Carriern, der hier gerade mal so langsam stark wird. Die Basis endlich mal fertig ist, können wir hier auch mal wieder Mineralien reinkriegen. Unser Mineralien-Income ist richtig, richtig lax. Tut sich fast nichts mehr. Jetzt nochmal ein Gas. Ja, unser Vespingas hier ist auch erschöpft, aber wir haben 2000 Gas auf der Bank. Heißt, das ist wirklich nicht so schlimm. Okay, das ist nur Tech-Gebäude. Da rollen wir kurz drüber. Währenddessen bauen wir hier mehr. Das töten. Das töten. Das töten. Irgendwas hat sie hier gerade außen eingegraben. Oh, stirbt ein Zerebrat, wenn er keinen Kriecher mehr hat? Oder hat er seinen eigenen Kriecher? Keine Hedge, das ist euch nicht erlaubt. Nicht mal kurz die Detection. Weil ich glaube, der Zerrebrat ist 7 Detector. Ja, da war was. Okay, nice. Wir pushen hier oben weiter so lang hier. Das Lustige ist, dass in dieser Mission keine Terror unterwegs sind. Terror würden meine Army richtig, richtig krass zerstören. Ihr habt nicht genügend Mineralien. I know. Ist hier ein Zerrebrat? Hier ist noch Detection, da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, dass ich nicht in den Radius davon komme. Ansonsten läuft er einfach hier hoch und säbelt mal ein bisschen daran rum. Und das sind dann meine Carrier weiter Spaß und pushen nochmal über den Schwarmstock. Okay. Die Gefahr von Mod Detection. Ich habe wirklich Angst, dass Zeratul jetzt drauf geht. Okay, hier ist ein Säugling. Das schafft er. Ist hier einer? Okay, hier ist auch einer. Oh, 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 oh. What? What? So soll es sein. Ihr wollt's wohl auf die Schnauze, hä? So soll es sein. Es wird geschehen. Minus 1. Minus 1. Bleiben noch 2. Ich tue es für euch. Bin mir nicht sicher, ob Zeratul hier sicher ist. Ich hoffe es einfach. Oh ja, und wir haben hier einen weiteren Trupp an Carrion, die jetzt auch mit Interceptoren ausgestattet sind und auch mit rüber pushen. Oh, die haben definitiv den Spell abgekriegt. Sind alle so low. Aber haben noch Schilde. Das ist kein Thema. Ja, im Prinzip die Mission, würde ich sagen, ist gewonnen, solange ich jetzt nicht Zeratul aus irgendeiner Dummheit noch verliere. Eure Krieger bekämpfen den Gegner.
Weil ich nicht sicher bin, ob ich gerade schon ein Zerebraten auszusehen vernichtet habe. Weil mir fehlt... Ich glaube, es gab einen roten Zerebraten, oder? I don't know. I don't know, man. Jo, Gruppe 2, push kurz hier rüber. Und dann hoch. Gruppe 1. Macht direkt den Weg Richtung Norden. Jo. Dementsprechend, da kommt eine riesen Carrier-Flotte auf den Gegner zu. Und es gibt nichts, was er dem entgegenzusetzen kann. Währenddessen, Zaratul wartet heimlich im Schatten. Ich tue es für Ayur. So, und wir müssen jetzt einfach alles ausradieren, was eine Bedrohung für Zaratul ist. Alles. Den fucking Schwarmstock. Da kommen Einheiten raus. Okay. Ich schieße jetzt doch einfach mal drauf. Ich hoffe, die werden den schon nicht von alleine töten. Bisher scheinen sie in der ganzen guten Ruhe zu lassen. Au, da ist ein Terror. Bisschen spät. Okay. Lol. Wenn er von was anderem getötet wird, spawnt er einfach neu. Das ist ja mal cool. So kann man die Sache natürlich auch machen. Heißt, ich kann ihn niedrig schießen, aber Zaratul muss den Finishing Blow machen. Und das waren alle... Okay, 29 Minuten. Bisschen länger gedauert als erwartet, aber ja, Carrier ist ein OP und mit Carrier cleart man einfach die ganze Map. Das war also Mission Nummer 9. Wir haben die Zeit zurückgeschlagen. Zwei vernichtet von den Zerebraten. Und als nächstes geht's auf den Overmind. Auf den Chef himself. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und ciao.